Hallo, ihr Lieben. Michael! Hallo, ihr Lieben, wir fahren jetzt nach Bremen. Da machen wir ein kleines Knicheltreffen. Bremen, und willkommen! La, 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 la. Genau, und nebenbei drehen wir nämlich eine kleine Szene für hier Doc Tessor 5. Das bedeutet, bald gibt es den fünften Teil. Und Vivi kennt ihr ja wahrscheinlich noch aus dem Harz-Video. Könnt ihr hier oben anklicken. Falls ihr nicht, könnt ihr hier oben anklicken. Ne? Oder, nee, da. Da oben kommt es. Nee. Oder da. Nee. Da oben. Da. So, wir sind in Bremen und der Dreh ist momentan noch ins Wasser gefallen. Aber hier sind ein paar Leute. Hallo! Yeah, und der Joker. Wir wollen drehen, aber es geht momentan nicht. Jetzt gehen wir erstmal essen. Wir haben noch ein Pferd da hinten. Pferd? Da steht ein Pferd auf dem Flur. Was wie ein Pferd? Ich hätte auch noch ein Pferd. Ja. Das ist ja wohl ein Pferd, hab ich noch gar nicht gesehen. Ich hätte auch noch ein Eisbärkostüm zu bieten. Ja, das hat er doch schon an. Ja, das ist dann der kleine passende Eisbär dazu. Das ist dann das Paar. Guck mal, da ich in letzter Zeit immer mit dem Frettchen gestreamt habe, was auch übrigens die gleiche Haarfarbe hat. Ja, ja, es ist schön, dass ich auch mal die Leute, die immer hinter den Streams sitzen, quasi so, dass ich die auch mal sehen kann. Ein paar Leute kenne ich ja hier, den Lars. Oh, zum Geburtstag sogar noch. Ja, Gott. Von mir aus. Boah, wie nett. Das ist ja toll. Ist halt gerade aufgehört. Wir müssen schnell drehen. Drehen, nicht durchdrehen. Hier sind so ein paar Leute, die kenne ich schon, habe ich schon sehr oft gesehen. Leute, die kenne ich so von Bildern. Leute, die kenne ich nur vom Schreiben. Und der Joker. Und Finja ist hier. Guck mal. Ich kenne einige schon aus Dr. Tessor 4 aus dem letzten Teil. Ria, die kenne ich ja auch schon. Ja, das ist richtig. Hihi. Und den Rest finde ich toll, dass ich die mal kennenlerne. Ja. Endlich mal Gesichter. Überall Dummies! Überall Dummies! So, guck mal, jetzt haben wir uns hier noch drin rein verfrachtet. Da ist ein Dummi. Ein Dummi! Du, hier die Fraktion, die gar nicht weiß, warum sie hier ist. Warum sitzen wir überhaupt hier? Wegen Ria, reimt sich. Hier sind wir gerade, haben wir uns ein bisschen versammelt. Jetzt ein bisschen chillen jetzt. Das ist ein stundenlanger Megadreh. Die spielen hier Karten, ich mache jetzt Geschenke auf. Die haben mir Geschenke mitgebracht. Oh. Das hier hat die liebe Alex selber gebunden. Ja, aber es geht mit der Maschine, oder? Nee, selber. Wie, echt jetzt? Ja. Handarbeit. Oh, ach so. Ach so. Eine TARDIS in die Tasche. Selbst gestickt. Ich dachte, das ist so ein wie man es kaufen kann, aufnehmen. So, weißt du, früher hatte ich so eine Kutte, da hat man ACDC aufnehmen. Ja, da Sprüche von mir sind hier drauf. Und da ist der Stefan, hier der Stefan. Jetzt bin ich gespannt. Das ist aber cool. Ja, jetzt soll ich mich hier nicht mehr hinsetzen, wa? Was sagt ihr eigentlich zu Shit-Schnacker? Gefällt er euch? Shit-Schnacker, Kein Hänger hatte. Ey, Gronkh ist hier. Mein guter alter Kumpel Erik ist auch hier. Hallöchen, Popöchen. Und Leute, das seht ihr mal, ich bin nicht Gronkh. Er sitzt da hier. Das ist Gronkh. Ich glaube nicht, ich bin Gronkh. Guck mal, die sehen sich ja überhaupt nicht ähnlich. Ja. Wir sehen uns beide eigentlich so gar nicht. Wir sehen uns beide, werden verwechselt mit Gronkh. Ja. Hallöchen, Popöchen. Aber doch, Tessa war ich gut, ne? Ja. Ich bin gut hin. Er kommt aus der Nähe von Frankfurt extra hierher. Rufen Sie jetzt an. Hätte ich ihn mitnehmen können. Ja, toll. Hätte sie dich mitnehmen können. Ja, toll. Ja, trotzdem ganz nette Leute, die dich mitgenommen haben da. Nein, ich will mich verstecken. Muss ich jetzt mein Gesicht. Oh, lass mich. Voll süß, aber das Brettchen auch. Oh, der Joker. So, ist das? Ja. Ja, ich hab sogar immer. Nein, Kiechen! Was gibt es noch? Du musst draufdrücken, dann machst du auch Klick. Geh mal her, du bist so dafür. Volkssport, Kiechenknuddel! Yeah! So, mach's gut! Das war wirklich ziemlich cool. Und das bedeutet für euch, ja, es gibt ja bestimmt bald einen neuen Dr. Tessor. Ich kann verraten, Mitte Juni kommt die Folge raus. Am 12.06. ist nämlich der letzte Dreh. Und jetzt können wir beweisen, Gronkh hat mit Gronkh zusammen. Genau. So, das war cool in Bremen. Und hier habt ihr noch ein paar Videos zum Anklicken. Ich habe ja heute jeden einmal so ein bisschen kennengelernt. Und ich freue mich schon, euch alle noch mal kennenzulernen. Euch alle. Bis dann, ne? Oh, yeah! Woo! Yeah.
Okay, es fängt an zu riechen.